Jetzt nächster Punkt. Wir haben jetzt ein Referat zu erwarten von Frau Professorin Julia Knob. Sie ist uns online zugeschaltet. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, Frau Knob. Frau Knob ist Professorin für Dogmatik und Lehrstuhlinhaberin in Erfurt. Sie ist Mitglied im ZDK und war auch Mitglied im Synodalen Weg. Für Ihr Referat haben wir 20 Minuten eingeplant. Vielen Dank nochmal und bitte, Sie haben das Wort, Frau Professorin Knob. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Bin ich laut genug? Können mich alle hören, sehen? Ja, das geht prima. Danke. Wunderbar. Ja, Sie sehen jetzt, glaube ich, an der Wand, das kann ich jetzt nicht sehen. Sie sehen jetzt die Titelfolie. Wir hatten gerade ein paar kleine technische Schwierigkeiten, aber ich glaube, so haben wir jetzt eine gute Lösung gefunden. Wir starten, Sie haben ja schon allgemein zum synodalen Weg diskutiert und beraten. Wir starten jetzt mit den ersten oder mit dem ersten der vier Foren, die dann auch in einer bestimmten Methodik diskutiert werden bei Ihnen vor Ort. Das Forum Macht und Gewaltenteilung, gemeinsame Teilnahme und Teilhabe am Sendungsauftrag. An diesen komplizierten Titeln kann man immer schon ganz viel ablesen. Wenn Sie sich die vier Titel der Synodalforen mal vor Augen führen, gibt es eigentlich nur eins, das irgendwie unkompliziert ist: priesterliche Existenz heute. Drei Wörter, Punkt. Und alle anderen sind solche Wortungetüme, in denen sich im Grunde schon die Konfliktivität der dann folgenden Debatten in den drei Jahren niederschlägt und widerspiegelt. Und ich bin beim Machtforum von Anfang an dabei gewesen, sogar schon ein bisschen vor dem Beginn. Es gab ja dann eben, nachdem der Beschluss, einen synodalen Weg zu gehen, einmal gefällt worden ist von DBK und ZDK, natürlich Vorbereitungsgruppen, damit das Ganze aufgesetzt wird. Und da gab es auch ein Vorforum Macht, in dem auch schon einiges diskutiert worden ist. Und da vielleicht nur eine einzige Anekdote aus dem Nähkästchen. Da wurde intensiv und stundenlang gesprochen, kann man denn überhaupt in der Kirche von Macht sprechen? Also wir reden von 2019, das ist gerade mal 4 Jahre her, ungefähr jetzt auch in dieser Sommerphase. An diesen Debatten kann man, glaube ich, auch ablesen, was sich tatsächlich alles getan hat. Heute würden wir sagen, selbstverständlich müssen wir in der Kirche von Macht reden, weil die Kirche bei aller frommen Überhöhung und auch bei aller theologischen Untermauerung und Fundierung natürlich eine soziale Größe ist, die organisiert ist, die ein Kirchenrecht für sich selbst erlassen hat, das in mancher Hinsicht parallel zu weltlichen Rechtsformen steht. Und natürlich gibt es auch in einer solchen Institution Macht. Und dann saß ein Bischof in diesem Vorforum, zwar nicht der Rottenburg-Stuttgarter Bischof, wirklich der mit bestem Wissen und Gewissen und wirklich ratlos da saß und sagte, ich weiß wirklich nicht, wo ich Macht haben sollte. Und das war eine ganz schwierige Situation, das auch irgendwie kommunikativ zu managen. Da sind wir einen riesen Schritt weiter. Wir sprechen sehr offen über Macht. Wir sprechen auch über Gewaltenteilung. Und wenn wir über Gewaltenteilung sprechen, sprechen wir über die hierarchische Organisation der Kirche, in der alle drei in der Politologie bekannten Gewalten im Bischofsamt münden. Der Richter, Gesetzgeber und Ausführende, also Exekutive in einer Person ist und gegenüber dem es von unten keinerlei Widerspruchskontroll- oder Transparenzforderungen gibt. Das Forum 1 war wie alle Foren so mit 30, 35 Leuten besetzt. Wir hatten vielleicht eine etwas untypische Besetzung im Vergleich zu den anderen Foren, weil unser Forum das mit der geringsten Kleriker- und insgesamt Bischofsdichte gewesen ist. Da waren wirklich nur sehr, sehr wenige Bischöfe dabei. Und wir hatten ganz starkes Gewicht von Theologieprofessoren, aber auch von Politologie- und Juraprofessoren in unserem Forum. Also dadurch ist natürlich ja, die Repräsentativität dieses Forums nur ja, in geringer Weise natürlich gegeben, aber wir hatten, glaube ich, eine ganz große Kompetenz, die sich dann auch in diesem Grundtext des Forums Macht niedergeschlagen hat. Ich habe Ihnen hier, ich sehe schon, dass schon die zweite Folie eingeblendet worden ist. Ich habe Ihnen auf zwei Folien mal zusammengestellt, da müssten wir aber bitte eine Folie zurückgehen. Genau, mal zusammengestellt, was denn insgesamt beim synodalen Weg an Texten verabschiedet worden ist. Und nur für als kleine Lesehilfe, fettgedruckt sind immer Grundtexte, also die langen Texte, 30 bis 40 Seiten sind die in der Regel
theologisch sehr, sehr dicht und das sind Texte, die die Prinzipien der Reformvorhaben grundlegen. Und da sehen wir, wir haben drei Grundtexte aus drei Foren und unten rechts blau eben einen nicht verabschiedeten Grundtext des Synodalforums 4, damit werden Sie sich ja auch noch beschäftigen. Und dann haben wir jeweils eine ganze Reihe von sogenannten Handlungstexten, das sind kleinere Texte von 2 bis 4 Seiten, die sehr klar aus den Prinzipien der Grundtexte Ableitungen ziehen. Was soll denn wer, wann oder bis wann, mit welchen Methoden und in welchen Gremien tun und wie wird das am Ende evaluiert? Und fett unterlegt oder gelb unterlegt habe ich hier mal die Handlungstexte des Synodalforums 1. Also wir haben neben dem Grundtext Macht und Gewaltenteilung, der der erste verabschiedete Grundtext war in der dritten Vollversammlung, haben wir zwei Handlungstexte, ich sage nur zwei Handlungstexte aus diesem Forum schlussendlich verabschiedet, nämlich den einen Beteiligung der Gläubigen an der Bestellung des Diözesanbischofs. Und den zweiten, Synodalität nachhaltig stärken. Das ist das, worüber Sie auch schon gesprochen haben, die Einrichtung eines synodalen Rates, also der Verstetigung von Synodalität oder der Aufdauerstellung von Synodalität, nicht nur im Sinne eines synodalen Stils oder einer synodalen Haltung, sondern wirklich im Sinne einer Entwicklung, einer strukturellen Weiterentwicklung, wo auf Bundesebene eben Synodalität erfolgen soll. Wir schauen vielleicht mal auf die nächste Folie. Da sehen Sie nochmal zwei gelb unterlegte Texte. Das sind die Texte auch vom gesamten synodalen Weg, die in erster Lesung mehrheitlich verabschiedet worden sind, aber nicht zum Beschluss gekommen sind, also nicht in die zweite Lesung gekommen sind. Und Sie sehen unten auch noch Texte, die sicherlich noch ergänzt werden müssten. Texte, die aus den Synodalforen vorbereitet sind, in den Foren selber abgestimmt worden sind, aber nicht bis in die Synodalaula gekommen sind. Der Synodale Rat, der eingerichtet werden soll, soll sich auch dieser Texte annehmen, soll also alles, was an Beschlüssen liegen geblieben ist oder gar nicht erst aufgerufen ist, auch zur Beschlussreife bringen. Wir haben im Synodalforum 1 noch einen Text vorbereitet gehabt, der teilweise in diesen blau gedruckten Text eingegangen ist, gemeinsam beraten und entscheiden. Das ist im Grunde der Synodale Rat auf Bistums- und Diözesanebene. Das haben Sie möglicherweise verfolgt in der Berichterstattung. Das war ein Text, der eigentlich schon zur vierten Vollversammlung vorlag, dann in die fünfte verschoben wurde und in der fünften Vollversammlung bis auf Weiteres in den Synodalen Rat überwiesen worden ist. Warum? Es ist ein Text, der nicht nur ideell über Synodalität und synodale Strukturen spricht, sondern das auch sehr konkret und sehr spürbar für den einzelnen Bischof und auch für den einzelnen Pfarrer vor Ort umsetzt und dort eine wechselseitige Rechenschaftslege von Gremien und Bischof verlangt und verlangt, dass Entscheidungen, die gemeinsam vorbereitet sind, nicht am Veto einer der beiden Positionen, also Gremium oder Bischof, scheitern können. Dieser Text hat in der fünften Synodalversammlung, da war sehr deutlich, dass er keine bischöfliche Mehrheit finden würde, dass er ja also an der Sperrminorität letztlich scheitern würde, trotz kleinerer Überarbeitung. Ich werde da gleich noch mal kurz drauf zu sprechen kommen. Aber eigentlich müssen wir erstmal in den Grundtext schauen. Und da habe ich überlegt, wie kann ich Ihnen das gut präsentieren? Ich kann das natürlich mit Texten machen, mit Auszügen, aber es gibt auch eine sehr nette Version, die inhaltlich, glaube ich, also ich habe selbst daran mitgewirkt, deswegen bin ich überzeugt davon, dass die inhaltlich auch gut ist. Ein vielleicht ungewohntes Format, aber da finden Sie eigentlich alle Grundlagen, alle theologischen Grundlagen und strukturellen Übersetzungen, die in dem Grundtext zu finden sind. Dieses Video dauerte 7 Minuten. Und dann mache ich gleich noch einen kurzen Bogen und dann sind die 20 Minuten auch schon um. Der Grundtext des Forums 1, Macht und Gewaltenteilung, auf den Punkt und das Papier gebracht. Wissenschaftliche Studien belegen, Priester haben über Jahrzehnte Kinder, Jugendliche und Ordensfrauen sexuell missbraucht.
Bischöfe und Personalverantwortliche haben diese Verbrechen vertuscht. Menschen kamen zu Schaden. Täter wurden geschützt und Opfer vergessen. Church first war oberstes Gebot. Der synodale Weg hat die Aufgabe, diese Strukturen von Missbrauch und Vertuschung zu ändern. Das Forum 1 beschäftigt sich mit der engen Verbindung von Macht und Weihe und mit der hierarchischen Organisation der Kirche. Leitungspositionen sind bisher für geweihte Männer reserviert. Bei der Weihe versprechen sie dem Bischof Gehorsam. Aus dieser Loyalität entsteht leicht Abhängigkeit und das öffnet auch Willkür Tür und Tor. Alle, die nicht geweiht sind, nennt man in der Kirche Laien. Das kommt vom griechischen Wort Laos und meint das Volk Gottes, also alle Gläubigen. Diese brauchen die Erlaubnis oder Beauftragung eines Klerikers, wenn sie im Namen der Kirche handeln. Und zwar auch diejenigen, die gar keine Laien im üblichen Sinne sind, sondern religiöse Profis und zum Beispiel als Religionslehrer oder Pastoralreferentin arbeiten. Der mächtigste Katholik eines Bistums ist der Bischof. Bei ihm fallen Legislative, Judikative und Exekutive zusammen. Das heißt, er steht für die Regeln ein, setzt sie durch und überprüft, ob sie auch eingehalten werden. Echte Gewaltenteilung gibt es also in der Kirche nicht. Am Ende entscheidet immer der Bischof. In Personal- und Finanzangelegenheiten, in Fragen der Liturgie und der Pastoral, der Leitung und der Lehre. Machtkontrolle verläuft von oben nach unten. Die Bischöfe sind dem Papst gegenüber rechenschaftspflichtig, aber nicht den Gläubigen. Auch Ämter werden hierarchisch besetzt. Wer Bischof werden soll, bestimmt der Papst, nicht die Gläubigen. Und er bleibt im Amt, solange der Papst es will. Recht, Organisation und Selbstverständnis der katholischen Kirche unterscheiden sich erheblich von den lange etablierten Maßstäben einer demokratisch-freiheitlichen Gesellschaft. Hier folgen aus gleicher Würde gleiche Rechte und aus gleicher Qualifikation auch gleiche berufliche Chancen. Geschlechtsspezifische Diskriminierung ist verboten. Führungsaufgaben unterliegen der Kontrolle durch unabhängige Gremien. Politische VertreterInnen werden gewählt. Ämter werden normalerweise auf Zeit besetzt. Wer seine Aufgabe schlecht ausübt, kann seines Amtes enthoben werden. Dass man Rechenschaft über seine Arbeit ablegt, ist selbstverständlich. Der synodale Weg bereitet nun eine Reform der kirchlichen Machtordnung vor. Zwei Kriterien sind leitend. Erstens, Missbrauch und Vertuschung sollen wirksam verhindert werden. Zweitens, kirchliches Handeln soll rechtsstaatlichen Maßstäben genügen und sich an den Menschenrechten orientieren. Im Grundtext des Forums 1 wird dieses Programm so zusammengefasst. Wir haben verstanden, dass sich die Kirche schuldig gemacht hat. Wir haben verstanden, dass die Ursachen dafür mit der Struktur und der Lehre der Kirche verbunden sind und dass wir diese verändern bzw. die Lehre weiterentwickeln müssen. Das wird im zweiten Teil des Grundtexts konkretisiert. Entscheidungen sollen nicht mehr von einem allein, sondern gemeinsam gefällt werden, sowie transparent und überprüfbar sein. Leitung muss kontrolliert werden. Wer sie in einer Pfarrei oder im Bistum ausübt, muss darüber regelmäßig Rechenschaft ablegen. Ämter sollen professionell besetzt und zeitlich begrenzt werden. Die Gläubigen sollen an der Bestellung des Pfarrers oder Bischofs beteiligt werden. Es werden Konfliktlösungsverfahren eingeführt. Passt das zur Kirche oder sind das fremde Maßstäbe? Manche sagen, man darf die Kirche nicht demokratisieren. Sie muss sich am Willen Gottes orientieren, nicht am Willen des Volkes. Priester und Bischöfe werden schließlich geweiht, nicht gewählt. Ihre Vollmacht stammt von oben, von Gott, nicht von unten aus der Gemeinde. Was wahr und heilig ist, kann nicht per Abstimmung bestimmt oder verändert werden. Es muss treu bewahrt und durch das kirchliche Lehramt an die Gläubigen weitergegeben werden. Dieses entweder von oben oder von unten ist falsch. Die Kirche hat immer schon politische Modelle und gesellschaftliche Vorstellungen in ihre Organisationsform aufgenommen. Die derzeitige Kirchenverfassung orientiert sich am Modell einer absolutistischen Monarchie. Aber entspricht sie auch dem Evangelium? Demokratische Prinzipien gehen nämlich durchaus Hand in Hand mit Grundüberzeugungen des Evangeliums.
Dass alle Menschen gleich an Würde und Rechten sind, entspricht der Gottebenbildlichkeit aller Menschen. Paulus trat dafür ein, dass Geschlecht oder Herkunft in der Kirche keine Über- oder Unterordnung begründen dürfen. Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht männlich und weiblich, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Und natürlich hat auch Jesus selbst ungerechte Herrschaft und Unterdrückung scharf verurteilt. Er wollte, dass seine JüngerInnen verantwortlich mit Macht umgehen. Diesem Grundsatz müssen also auch kirchliche Ämter und Strukturen gerecht werden. Die Organisationsform der Kirche muss zur Botschaft des Evangeliums passen. Das Zweite Vatikanische Konzil spricht von der Sakramentalität der Kirche. Das bedeutet, sie soll Zeichen und Werkzeug sein für die Liebe Gottes und die Gemeinschaft unter den Menschen. Wenn Menschen von Kirchenvertretern Gewalt erleiden, geschieht aber das Gegenteil. Dann ist die Kirche kein Ort des Heils, sondern ein Ort des Unheils. Die Reform der Machtordnung der Kirche dient dazu, dass die Kirche wieder als Ort des Heils erfahren werden kann. Darunter geht es nicht. Wunderbar, jetzt sind wir wieder da und können eigentlich schon auf die allerletzte Folie gehen, denn diese drei, die jetzt übersprungen worden sind, waren nur das Backup, falls das mit dem Video nicht funktioniert. Abschließend, kurze Überlegung. Das Thema des synodalen Wegs ist Macht und Gewaltenteilung, das sich dann in verschiedenen Unterthemen Geschlechterordnung, Amtsverständnis und Sexualität natürlich ausbuchstabiert, aber man könnte schon sagen, dass das Synodalforum 1 so die Grundfrage des synodalen Weges gestellt hat. Wie steht es letztlich damit? Was ist dort erreicht worden? Ich habe Ihnen hier abschließend mal eine Auflistung gemacht, was letztlich alles nicht gelöst worden ist, beziehungsweise in welchen Dimensionen die Machtfrage aufgebrochen ist, zu Konflikten geführt hat und insofern diagnostisch natürlich da war, dass man merkte, ja, dieses Unternehmen war absolut erforderlich, denn es war nicht nur in Texten des Synodalforums 1 relevant, aber wo man auch sehr nüchtern gucken muss, was hat denn dieser synodale Weg bewirkt. Ich habe in meiner eigenen Präsentation heute noch eine Ergänzung gemacht, die lautet, der Paradigmenwechsel in Machtfragen war zwar das Thema des synodalen Wegs, aber genau dieser Paradigmenwechsel ist nicht erreicht worden. Stattdessen ist ein neues Narrativ nun im Gang, dass man sagt, das Bischofsamt wird nicht aufgebrochen, sondern es wird sogar gestärkt durch eine synodale Einbindung. Woran kann man sehen, dass diese Machtfrage immer wieder aufploppte? Zum einen ganz klar natürlich in der Satzung, in dem Paragraph 11, wo die Sperrminorität der Bischöfe festgeschrieben ist und wo festgeschrieben ist, dass Beschlüsse der Synodalversammlung, egal aus welchem Forum sie vorgelegt worden sind, keine Rechtswirkung aus sich entlassen, sondern dass die Umsetzung der Beschlüsse in der Hoheit der jeweiligen Personen liegt, die sie jetzt auch schon haben. Das gesamte Unternehmen Synodaler Weg bewegte sich im Rahmen des geltenden Kirchenrechts und hat da eben versucht, noch auszureizen, was irgendwie geht. Wenn wir jetzt gerade in die Gegenwart schauen, sehen wir, dass bisher kaum Beschlüsse umgesetzt worden sind. Stattdessen streiten sich alle um die Finanzierung des Synodalen Ausschusses, des Synodalen Rates. Aber eigentlich sind wir gerade in einer Phase, wo im Wochentakt von allen Bistümern Beschlussumsetzungen zu erwarten wären. Wir haben auch in anderen Texten oder in anderen Debatten die Machtfrage gestellt bekommen. Beim Orientierungstext zum Beispiel war es ein ganz großes Ding, ist das bischöfliche Lehr- und Leitungsamt, ist das ein Solitär? Steht das allem anderen gegenüber oder muss es eingebunden werden in ein Netzwerk von Instanzen wie Schrift und Tradition, wie Lehramt und Theologie, wie Zeichen der Zeit und Sensus Fidelium? Am Ende ist dieser Orientierungstext so beschlossen worden, dass das bischöfliche Lehr- und Leitungsamt eingebunden werden soll, aber es ist bislang auf friedlichem Papier und eben noch nicht in einer konkreten strukturellen Reform gemündet. Dann gab es im Kontext des Synodalforums 1, das haben Sie sicher mitbekommen, diese große Debatte, welche Autorität hat denn das Lehramt der Betroffenen? Ist der Begriff Lehramt dort angemessen, der Konflikt zwischen Bischof Voderholzer und Bischof Overbeck? Am Ende ist es nicht gelungen, in den Text die Begrifflichkeit Lehramt der Betroffenen als ausschlaggebende Autorität in ein Netzwerk von Bezeugungsinstanzen einzubinden, sondern man hat nur noch von einem besonderen Locus Theologicus gesprochen.
Dann, da hatte ich gerade schon darauf hingewiesen, ein Handlungstext, der sehr, sehr elementar und symbolisch für das gesamte Unternehmen ist, ist nicht bis zur Beschlussreife vorgedrungen bisher. Das ist der Text gemeinsam beraten und entscheiden, der synodale Strukturen und eben nicht nur Haltungen, wirklich Strukturen in Bistümer und Pfarreien implementieren sollte. Das ist, es zeichnete sich ab in der 5. Synodalversammlung, dass die Bischöfe dies nicht mittragen würden. Da gehörte nämlich mit hinein, dass auch im Konfliktfall nicht der Bischof das letzte Wort hat, sondern ein Mediationsverfahren in Gang gesetzt wird. Damit konnte sich eine signifikante Minderheit der Bischöfe nicht anfreunden. Es wurde eben nicht abgefragt, wie viele, aber es war klar, es würden keine 2/3 der Bischöfe dem zustimmen. Auch in anderen Texten haben wir letztlich Machtdebatten im Hintergrund gehabt. Beim Text um die Frauenordination wurden sehr polemische Töne benannt, aber keine inhaltliche Auseinandersetzung seitens der römischen Behörden eröffnet. Die Geschichte des abgelehnten Grundtextes 4 ist natürlich auch eine Machtfrage gewesen. Bei 82% Zustimmung im Plenum ist das Ganze dann an 21 Bischöfen gescheitert. Oder vielleicht ein letztes Beispiel, dass die Machtfrage immer, immer, immer wieder im Hintergrund stand und letztlich nicht gelöst worden ist. Die namentlichen Abstimmungen, die seit der 4. Vollversammlung die Regel gewesen sind, die ja irgendwie geschluckt wurden, aber als Eingriff in die Gewissensfreiheit und Handlungsfreiheit der Bischöfe interpretiert worden ist. Manche Bischöfe und gar nicht so wenige haben sich dem entzogen, indem sie einfach sich enthalten haben oder gar nicht ihr Abstimmungsgerät benutzt haben, also vollkommen unkenntlich blieben. In Summe, Synodalforum 1, Macht- und Gewaltenteilung. Ja, wir haben sehr viel diskutiert, wir haben sehr viele Probleme identifiziert. Wir haben auch einige, ich glaube, gute, wichtige Lösungsvorschläge gebracht. Aber da das Ganze im Rahmen des geltenden Systems, also des strikt hierarchisch geltenden Systems geblieben ist und ausdrücklich diesen Rahmen nicht überschreiten wollte, sondern mit solchen Begriffen wie Selbstbindung des Bischofs arbeitete, ist letztlich ein Paradigmenwechsel nicht vollzogen und vielleicht sogar nicht einmal nachhaltig initiiert worden, sondern man hat im Rahmen des Möglichen eben versucht, Nischen auszufüllen und über einen Kulturwandel, also letztlich doch wieder über Stilfragen, auf lange Sicht einen Strukturwandel zu erreichen. Soweit mal von meiner Seite, das waren jetzt 22 Minuten, glaube ich. Ja, vielen Dank fürs Mitmachen an dieser kleinen Runde. Am besten, ihr stellt euch selbst vor und ich denke, Ursula wird beginnen. Also es geht im Prinzip ja darum, wie Macht- und Gewaltenteilung als Glaubender in der Kirche erlebt wird, im beruflichen Alltag oder sonst eben auch aus der Perspektive des Diözesanrats. Möchtest du beginnen, Ursula? Ich kann gern beginnen. Ja, schön. Ja, mein Name ist Ursula Renner, ich bin Gemeindereferentin seit über 30 Jahren, bin momentan in Ulm in den Suso-Gemeinden tätig und bin sozusagen schon immer an der Basis aktiv, gleichzeitig auch im Berufsverband von den Gemeindereferentinnen, um eben auch die berufspolitische Dimension mitzudenken. Ich habe mir tatsächlich, soll ich gleich weitermachen, oder? Ja. Gut, genau. Macht- und Gewaltenteilung und ich bin Gemeindereferentin und habe eigentlich von Anfang an in meinem Berufsalltag immer gemerkt, wie abhängig ich bin vom Gutdünken, ich sage es jetzt einfach ganz offen, vom Gutdünken des jeweiligen Pfarrers, der Leiter, früher war es nicht Gemeinde, jetzt Seelsorgeeinheiten ist. Ich darf sagen, ich hatte Glück bis jetzt, dass ich Raum bekommen habe. Ich kenne viele Kolleginnen, denen es nicht so geht und Kollegen auch, die oft dann die Stelle gewechselt haben. Es ist nicht so gewesen, dass der Pfarrer gegangen wäre. Das hätte oft auch in den Gemeinden Unverständnis hervorgerufen. Es sind dann die Gemeindereferentinnen, die gegangen sind.
Mir ist dann so, ich habe mal so überlegt und dann ist mir ein Beispiel eingefallen. Also mir sind viele Beispiele eingefallen, aber eins ist mir tatsächlich in den Kopf gekommen und zwar das Thema Firmung. Ich bin zuständig für die Firmvorbereitung seit vielen Jahren in unserer Gemeinde und bis vor Corona war es ja normal, dass eben immer jemand aus Rottenburg gekommen ist. Ich bekomme dann von dem zuständigen Sekretariat ein paar Wochen vorher eine Liste, da steht dann ganz genau drauf, das und das soll ich da eintragen. Und weiter hinten steht dann, wer ist dafür verantwortlich. Da steht Firmspender, Pfarrer und so weiter. Wer nicht drin steht, ist die Verantwortliche für die Firmvorbereitung. In keinster wird, ich kriege zwar die, ich darf oder muss das alles organisieren, ich muss das weiterschicken, ich darf dann die Dankworte sprechen. Ich bin aber als Zuständige und Verantwortliche in der Verkündigung in einem Grunddienst und bin aber an diesem Fest selber eigentlich nicht an der Verkündigung beteiligt. Das ist für mich etwas, was mir schon immer wehgetan hat. Umso mehr freue ich mich, und ich sage das wirklich so, ich freue mich, dass jetzt eine Delegation der Firmspendung immer wieder stattfindet, weil ich dann die Verkündigung in diesem Firmgottesdienst auch mit übernehmen kann, weil ich mit viel näher nochmal an meinen Jugendlichen bin und auch an den Firmbegleitern bin. Ich habe nochmal einen ganz anderen Platz und eine ganz andere Rolle in diesem Firmgottesdienst, wo wir dieses Sakrament, diese besondere Nähe Gottes feiern. Ich finde, was mich schon sehr lange beschäftigt. Ich kenne viele Kolleginnen, das ist das nächste Sakrament, ich bin auch zuständig für Erstkommunionvorbereitung, die predigen nicht in ihren Erstkommunion-Gottesdiensten. Wahrscheinlich, weil sie es nicht dürfen. Vielleicht, weil sie es sich nicht zutrauen. So schade, weil sie haben so einen wichtigen Verkündigungsauftrag und wir können die Vielfalt in unseren Gemeinden eben widerspiegeln. Dann habe ich noch ein drittes. Das ist das Thema Taufspendung. Das Thema Taufspendung beschäftigt mich und begleitet mich seit dem Frauenforum. Und das Frauenforum hat ja was in Gang gebracht. Und ich habe sehr begrüßt, dass es Beratungsprozesse gab, es gab Anhörungsprozess, es gab eine ehrliche Auseinandersetzung in vielen Gremien der Diözese, im Diözesanrat, im Pastoralausschuss, im Priesterrat, brauche ich nicht alles aufzählen. Die Berufsverbände, die Berufsgruppen, alle wurden angehört, es gab eine mehrheitliche Entscheidung. Ich habe mich sehr gefreut, dass es dieses Dekret gab, wo auch am 15. oder am 13.10. dann auch veröffentlicht wurde im Amtsblatt. Daraufhin haben sich Kirchengemeinderäte intensiv und inhaltlich mit dem Ganzen beschäftigt. Es haben sich im ersten Schritt 88 Kirchengemeinderäte und 88 Frauen und Männer im pastoralen Dienst dazu entschieden, diese Aufgabe zu übernehmen. Im Nachhinein waren es jetzt 26. Ich freue mich für diese 26, die dabei sind. Ich merke aber, dass das nachträgliche Einführen von Kriterien, das nachträgliche für mich schon herunterkürzen wieder auf 26, die fehlende Transparenz, warum eigentlich, das fehlende, warum gibt es keinen Nachfolgetermin für die Nächsten. Es kann ja sein, dass es, warum auch immer, man nicht auf einmal alle, das ist klar. Aber die Perspektive, die fehlt uns und die ist für mich
was ist dann Synodalität? Ist nicht mehr gegeben in dem Fall. Ja, vielen Dank für die Erlebnisse von dir jetzt, Josef Denzel, aus der Perspektive des Diözesanrats. Bitte. Ja, guten Tag zusammen. Mein Name ist Josef Denzel. Ich weiß nicht genau, warum wir aus dem gleichen Dekanat hier zu dem Thema Macht- und Gewaltenteilung kommen, aus Ehingen-Ulm. Vielleicht, weil wir es gut gelöst haben, ich hoffe. Ich bin Physiker, insofern nicht Fundamentaltheologe und musste mich durch diese langen Handlungstexte etwas durchquälen. Aber ich muss sagen, mit dem Video ist die Zusammenfassung super gelungen. Ich würde gern aus meiner Perspektive, aus verschiedenen Rollen Rückmeldung geben. Ich bin selber das erste Mal jetzt im Diözesanrat, dort auch im Pastoralausschuss, insofern auch mit dem Thema mitbetroffen. Ich bin im Dekanatsrat von Ehingen und Ulm, auch dort im Geschäftsführenden Ausschuss, wo man so ein paar Dinge ein bisschen intensiver bespricht. Ich bin im Kirchengemeinderat unserer Heimatgemeinde und ich habe sogar das Vergnügen, dass heute zwei ehemalige Pfarrer, die ich hier auch mal hatte, einmal in Bad Cannstatt in der Gemeinde, wo ich zweimal im KGR war und dreimal inzwischen in Erbach, auch da ein ehemaliger Pfarrer, heute zufällig hier, das ist schön, wenn ich dann über das Thema Macht und Machtteilung reden kann, sind die Betroffenen ja direkt hier, das ist sehr schön. Ja, und durch die Tätigkeit in den drei Ebenen, denke ich mal, kann ich ein bisschen Rückmeldung geben, wie denn die Wahrnehmung denn auch ist. Ich bin aber auch eine eigenständige Person, die in der Gesellschaft agiert, die im beruflichen Umfeld auch über das Thema Kirche gern mal redet, stelle aber fest, vorher, der Dr. Hermes hat gesagt, im freien Fall ist die Kirche. Ich kann das insoweit rückmelden, in Diskussionen zu dem Thema kriegt man eigentlich wenig Resonanz. Die Menschen interessiert es nicht mehr so wirklich. Also die, die jetzt nicht in der kirchlichen Blase sind, die wollen darüber gar nicht mehr so arg viel hören. Man kommt schon kaum mehr in die Diskussion zu den Themen. In den Kreisen hier geht es sicher noch anders, aber draußen in der Welt sind es Beschäftigungen der Kirche intern. Es wird nicht mehr realisiert, was das eigentlich für einen Sinn macht. Und das Kernthema des Machtmissbrauchs, das war, glaube ich, auch der Auslöser mit der MAG-Studie 2018. Man erkennt Fortschritte. Und Herr Bischof Fürst, Sie haben viele Gremien einberufen, die agieren, die bringen Berichte. Ich stelle halt in der Auswirkung fest, es ist eine never-ending Story. Wir kriegen den Abschluss nicht hin, wie es andere Länder geschafft haben, mit einem großen Schlag, aber dann ist es auch zu Ende, dann ist es aus den Medien raus und dann kann man sich den Dingen wieder zuwenden, die wichtig wären. Wir schaffen das in scheibchenweisen Tranchen immer wieder Aufmerksamkeit zu erzeugen und wir kommen aus den Medien nicht raus und wundern uns, warum wir 520.000 Katholiken in einem Jahr verloren haben. Ich habe gelernt, 3% pro Jahr. Ich bin Mathematiker genug zu sagen, es geht jetzt nicht 30 Jahre, jetzt sind wir bei Null, weil das ist so eine asymptotische Kurve, wenn wir so weitermachen. Aber Generalvikar Stroppel hat sehr deutlich gemacht mit den letzten Austrittszahlen, wir werden nicht mehr auf ein Niveau runterkommen, was wir schon mal erreicht haben. Also wir müssen uns mit solchen Austrittszahlen weiter beschäftigen. Meine Wahrnehmung des synodalen Wegs auf den verschiedenen Ebenen. Im Diözesanrat ist schon besprochen worden, das war ja Teil des vorherigen Gremiums. Wir haben uns sehr, sehr aktiv beschäftigt, wir haben aktive Beiträge gemacht, wir haben Anträge gemacht zu dem Thema. Also im Diözesanrat war das ein super wichtiges Thema. Im Dekanatsrat, muss ich sagen, hätten ein paar unserer Diözesanräte dort das nicht aufgebracht, wäre das Interesse und die Resonanz nicht sehr groß gewesen. Im Kirchengemeinderat selber habe ich das Thema immer wieder eingebracht, aber da muss ich sagen, war die Resonanz punktuell da, aber in der Vielzahl von Agendapunkten von Tagesgeschäft ist so ein Thema synodaler Weg eine Randnotiz, würde ich jetzt mal sagen. Also sehr unterschiedlich, je nachdem, in welchen Gremien man sitzt, ob das nun mal ein Thema ist, wo man sich aktiv einbringen kann, wo man Interesse hat und wo man irgendeine Chance sieht, sich einzubringen und wo man die Auswirkungen sieht. Jetzt würde ich gerne noch zum Macht ein bisschen was sagen. Ich habe mir ein bisschen schlau gemacht. Also da geht es ja um das Thema Handlungsmacht, Deutungsmacht und Urteilsmacht. Also war für mich jetzt gar nicht so ganz klar. Ich bin mehr im Handeln, im Entscheiden. Aber es geht ja um Deutungshoheit und um das Thema Urteil. Wer fällt das finale Urteil? So wird Macht definiert. Das Ziel war die Gewaltenteilung, die Aufgabenverteilung, die Partizipation von professionellen Laien, ich nenne es mal so rum, Laien sind wir glaube ich nicht, nur in dieser griechischen Definition, leider gibt es ja auch eine deutsche Definition, da sind wir nicht Laie,
Diese Machtkontrolle, denke ich, ist ein wichtiger Punkt, der angesprochen wurde. Und am Ende wollen wir ja eine lebendige Gemeinde sein, Communio leben. Ja, was haben wir da erreicht? Da gibt es in dem Handlungstext oder in dem Grundtext, was, soweit ich es verstanden habe, das Thema auch, die Diözesen sollten etwas mehr Gestaltungsspielräume bekommen, sodass nicht zentral im Vatikan, so sage ich, alles vorbestimmt und entschieden wird. Das halte ich für einen schönen Appell. Ich sehe es eher als Rohrkrepierer. Das wird eher nicht funktionieren. Ich erlebe eher die Allmacht und die Ohnmacht. Die Allmacht auf vatikanischer Seite und die Ohnmacht auf der bischöflichen Seite. Auf der Ebene der Diözese, da wo der Bischof mit seinen Gliederungen und mit dem Diözesanrat hier in Rottenburg-Stuttgart unterwegs ist, das Rottenburger Modell erlebt man schon als sehr befruchtend im Diözesanrat. Ich erlebe das sehr positiv. Der Bischof hat ein Gremium, was ihn berät, was auch Mitsprachemöglichkeiten hat, wo er sich selber aktiv sehr 100% einbringt. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Ich glaube, Sie waren einmal jetzt krank und konnten nicht dabei sein. Also es ist schon mal gut, Sie hören, Sie reden, Sie leben Synodalität. Wenn man dann aber in die Einzelteile reingeht, haben wir schon den Bedarf, dass die Macht noch etwas in die Breite gebracht wird, demokratisiert wird und dass am Ende auch Menschen, die hier sich aktiv einbringen, auch in der Gestaltung sich und bei den Entscheidungen mehr einbringen dürfen, nicht nur bei den Finanzthemen, weil da haben wir Kraft staatlicher Regulierung, letztendlich ja Machtposition, sondern auch in den anderen Themen. Und ich erlebe im Dekanatsrat eine sehr gute Implementierung dieses Rottenburger Modells. Wir wählen als Priestervertreter und Laienvertreter den Dekan und seine Stellvertreter. Das tun wir nicht auf der bischöflichen Ebene, noch nicht. Und wir tun es auch nicht auf der kirchengemeindlichen Ebene. Kein Kirchengemeinderat bestimmt den Pfarrer. Also interessant, aber die Dekanatsebene, da haben wir es. Ich komme gleich zum Ende. Machen, ja. Sonst okay. Dauert es dann doch zu lange. Wir haben eben noch insgesamt 20 Minuten. Also die Frage war ja immer, was beziehen wir jetzt an positiven Impulsen aus diesem Forum, wenn es um Macht- und Gewaltenteilung geht? Wo könnten wir ganz konkret noch etwas bewegen, ne, wo wir sagen können, also hier ist sozusagen das Miteinander auf Augenhöhe besser möglich als vorher. Ursula, was fällt dir dazu ein? Also ich gehe natürlich wieder auf die untere Ebene, dass es tatsächlich zwischen den unterschiedlichen hauptamtlichen und ehrenamtlichen eine wirkliche Beteiligung an Leitung gemacht wird. Also nicht nur, dass ich von dieser Abhängigkeit, auch die ehrenamtliche Abhängigkeit wegkomme, sondern dass es wirklich ein Leiten auf Augenhöhe ist. Und dass eben das, was du, Veronika, heute Nachmittag auch schon gesagt hast, nicht davon abhängt, wie tickt der Pfarrer vor Ort und wenn er dann geht und dann kann wieder alles zusammenbrechen. Also ich finde, mehr Demokratisierung, mir hat es sehr gut gefallen in diesem Text von Macht- und Gewaltenteilung. Und das ist auch das, was Menschen nicht mehr verstehen vor Ort. Okay, also das wäre schon mal ein wichtiger Grund. Ich meine, du hast ja eingangs erwähnt, vieles ist auch sozusagen eine Frage des Stils, nicht? Jemand, der aktiv ist, einfach zu übergehen, ne? Und sozusagen die Leistung zu missachten, wäre ja schon mal ein ganz wichtiges Signal, ne? Dass man einfach auch respektvoll und einfühlsam miteinander umgeht. Ich denke, da kann sich viel tun. Da brauchen wir auch keine großen Gesetze, sondern das ist mehr eine Frage der Haltungen und des Verhaltens. Fällt dir dazu noch was ein, Josef, in den letzten 3 Minuten? Ja, ich versuche es mal zu verdichten bei dem Thema. Auf der Kirche-Gemeinde-Ebene der Pfarrer, ich habe es erwähnt, wir hatten, oder aus meiner Erfahrung, die ich hatte, hatte ich immer sehr Glück, dass es Priester waren, die das Leitungsmodell sehr kooperativ empfunden haben und motiviert haben und die Räte und die Gemeindemitglieder sehr aktiv eingebunden haben, auch im Sinne einer lebendigen Gemeinde. Wenn dieses Modell so gelebt wird in der persönlichen Interpretation des Priesters, des Vorstehers, dann ist das sehr gut. Im Rottenburger Modell hat natürlich der Kirchengemeinderat eine super Möglichkeit, sich einzubringen, in den Entscheidungen mitzuwirken. Der Priester hat in der Regel nur ein Vetorecht bei eucharistischen Themen. Bei allen anderen Themen macht es einen Mehrheitsbeschluss der Räte. Und das finde ich sehr gut. Aber wie gesagt, bei der Bestellung des Priesters, da hat der Kirchengemeinderat nichts zu sagen. Interessanterweise möchte ich sagen, bei uns in Erbach ist es so, dass die Kirche eine Stiftungskirche ist.
Das ist irgendwann mal von zwei Freifrauen gestiftet worden. Und seit diesem Punkt gibt es tatsächlich ein Vetorecht des heutigen Barons. Wenn der Pfarrer ernannt ist, dann muss der erst mal zum Baron gehen und sagen, passt das, kann ich hier bleiben? Interessant. Ich finde es auch interessant, wenn man vorher das gesagt hat, diese Konkordatsthematik bei der Bischofswahl, da steht klar drin, Kirchenrecht ordnet sich dem Konkordatsrecht unter. Also es gibt schon Möglichkeiten, dass man auch demokratische und andere Prinzipien einbaut. Das Kirchenrecht ist im Wandel. Man kann da, glaube ich, schon auch erwarten, dass es auch anders geht. Auch bei dem Thema kann der Kirchengemeinderat bei der Bestellung eines Pfarrers mitreden. Wenn es der Baron kann, warum nicht der Kirchengemeinderat? Nur als ein Beispiel. Ja, danke schön. Ihr habt beide noch ein Schlusswort, Ursula, du zuerst und dann der Josef. Ich wünsche mir eine tatsächliche Augenhöhe, und zwar von allen Ehren- und Hauptamtlichen, die bereit sind, Leitung und Verantwortung zu übernehmen, um von dieser Abhängigkeit wegzukommen. Dankeschön, Josef. Auf der Ebene vom Diözesanrat finde ich es sehr gut, dass das Domkapitel Selbstverpflichtung eingegangen hat, verbal im Diözesanrat, die Räte, die Laien mitzubeteiligen bei der anstehenden Bischofswahl. Das ist schon ein auf Augenhöhe, auch wenn wir vielleicht final durch päpstliches Geheimnis und andere Dinge nicht in der Finalentscheidung dabei sind, aber es ist ein Weg der Berücksichtigung und des Themas Würdigung und auf Augenhöhe sehe. Ich finde das eine sehr gute Sache und die Weiterentwicklung des 50 Jahre alten Rottenburger Modells, glaube ich, ist super wichtig. Wir waren vor 50 Jahren perfekt innovativ und ganz vorne an der Front. Nach 50 Jahren gibt es Verfallszeiten, da muss man nachjustieren und weiterarbeiten. Insofern.